Vorarlberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Mittwoch, 23. März 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Und heute freue ich mich auf Markus Sonderegger, seines Zeichens Geschäftsführer des Lustenauer Tech-Startups 24Sense. Und zum Auftakt darf ich im Studio begrüßen den Hohenemser Bürgermeister Dieter Ecker. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Schönen guten Abend, vielen Dank. Ja, Herr Ecker, in Hohenems wird investiert. Wieder ein großes Projekt, das vor kurzem jetzt mit dem Spatenstich endlich in die Umsetzungsphase auch gegangen ist. Das Projekt Rathausquartier, ein Thema, das auch schon einige Jahre die Gemeinde beschäftigt. Nämlich zum einen, dass das Rathaus zwar ein Juwel so anzusehen ist, aber baulich in die Jahre gekommen ist und natürlich auch platzmäßig die Stadt Hohenems vor Herausforderungen stellt. Und zum anderen die Villa Rosenthal, eigentlich ein Schmuckstück, das in den letzten Jahren aber jetzt ja nicht mehr ganz so schmuckstückhaft aufgetreten ist. 55 Millionen Euro werden hier in den kommenden Jahren investiert. Wie gesagt, Spatenstich ist erfolgt. Welche Bedeutung für die Stadt Hohenems hat denn dieses Quartier jetzt? Es ist ein neuer, großer ja, Einschnitt praktisch auch der Veränderung in der Stadt. Ja, dieses Projekt hat für uns eine sehr große Bedeutung, weil die sehr positive Stadtentwicklung der letzten Jahre jetzt natürlich weiter voranschreitet Richtung Norden an einem sehr zentralen Eingang zur Innenstadt, zur historischen Innenstadt, und wir damit auch wesentliche Themen lösen, die seit Jahren eigentlich brach liegen. Es wurde angesprochen, einerseits diese wirklich wunderschöne historische Villa Rosenthal, die ja in die Jahre gekommen ist und kein Schmuckstück mehr war, die aber natürlich unglaubliches Potenzial in sich birgt. Dort auch mit einer öffentlichen Nutzung, mit dem Literaturhaus Vorarlberg, das hier platziert wird, dann auch in der Gastronomie und um diese Villa einen kleinen Rathauspark, also auch wirklich eine öffentliche Fläche, die der Bevölkerung zugänglich ist. Das zweite Thema, wir lösen einen weiteren Schritt in unserem Verkehrskonzept auf, indem wir nämlich mit einer öffentlichen Tiefgarage versuchen, den Verkehr schon an der Peripherie der Innenstadt abzufangen. Man kann dort parken, kommt dann auf kurzem Wege in die Innenstadt, also ein wesentlicher Schritt in der Verkehrsberührung der Innenstadt. Und drittes Thema, natürlich das Rathaus, das ist seit, glaube ich, 30 Jahren ein Thema in Hohenems. Ja, wir haben ein schönes Rathaus, aber wir sind aufgeteilt auf mehrere Gebäude. Das ist vom ganzen Betriebsablauf her natürlich nicht optimal. Es kostet sehr viel Geld, weil wir überall Miete bezahlen. Die Gebäude sind natürlich energetisch nicht im Stand der Technik, das heißt relativ hohe Betriebskosten. Und insofern haben wir jetzt die Chance genutzt, wirklich diese Nutzungen unter einen Hut zu bringen. Und dann als Ergänzung dazu private Investitionen, wo wir sehr dankbar sind, mit Wohnbau mitten in der Stadt, auch für junge Leute mit Mietwohnungen, neuen Büroräumlichkeiten und ebenerdig auch Handelsflächen, die wir dringend brauchen, um auch entsprechende Frequenzbringer in die Stadt zu bringen. Also in Summe ein sehr, sehr schönes Projekt und eine sehr tolle Kooperation zwischen öffentlicher Hand und privaten Investoren. Das wäre jetzt gerade meine zweite Frage. Sie haben es erwähnt, es sind private Investoren natürlich mit an Bord. Wie ist denn das heute, wenn man solche Projekte in dieser Größenordnung macht, die natürlich in erster Linie auch den Bewohnern dann zur Verfügung stehen sollen, die aber eben diese Infrastrukturmöglichkeiten bieten sollen, ist es heute eigentlich gar nicht mehr möglich, dass man das mit der öffentlichen Hand alleine macht? Braucht es da private Unterstützung? Ja, ein Projekt in dieser Größenordnung wäre für eine Kommune, für eine Stadt selber nicht zu stemmen. Es braucht diese Kooperation und die ist auch sehr, sehr wertvoll und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Wichtig ist, dass man natürlich von öffentlicher Seite her wirklich auch die Möglichkeiten der Steuerung in der Hand hat. Das hatten wir bei dem Grundstück. Das heißt, wir hatten hier eine Kaufoption, konnten dann von unserer Seite definieren, was sind denn wirklich die öffentlichen Interesse, was ist das Interesse der Stadt, auf was muss Rücksicht genommen werden. Das haben wir getan und sind dann auf die Suche nach Partnern gegangen, die auch die Wünsche der Stadt mit erfüllen können. Und insofern hat sich eine wirklich tolle Kooperation ergeben. Und was auch, glaube ich, ein neuer Weg ist bei diesem Projekt, ein sogenanntes kooperatives Planungsverfahren. Das heißt, wir haben gemeinsam dann mit Architekten, mit Städteplanern und den Investoren das Ganze entwickelt und es ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Projekt geworden. Jetzt ist es eine Investition, wie gesagt, 55 Millionen Euro in den nächsten Jahren. Wenn wir uns so die wirtschaftliche Prognose anschauen, wenn wir uns die aktuelle Situation auch ansehen, Thema Preissteigerungen, Thema Inflation und wissen, dass in den Kommunen die Finanzlage auch in den letzten Jahren schon alles andere als stetiger rosiger war. Wie viel Mut, wie viel Zuversicht und wie viel Optimismus braucht man auch, so ein Projekt in dieser Größenordnung in Zeiten wie diesen dann tatsächlich auch umzusetzen? Jetzt erst muss man klarstellen, diese 55 Millionen ist nicht rein, dass die Stadt, die hier investiert, sondern es ist hauptsächlich die Privatinvestitionen. Das Rathaus ist hier der kleinere Teil an der gesamten Investition.
Das Projekt ist durchaus wirtschaftlich zu betrachten, weil, wie gesagt, wir bezahlen am Standort Miete, laufende Betriebskosten, die sehr, sehr hoch sind. Das heißt, das rechnet sich über einen längeren Zeitraum. Hier schaffen wir Eigentum und zahlen dafür keine Miete mehr. Also das war jetzt gar nicht so die große Herausforderung zu stemmen in der längerfristigen Betrachtung. Insgesamt ist die Situation für die Kommunen sehr, sehr schwierig, weil große Unsicherheiten verbunden sind. 2 Jahre Pandemie mit Auf und Ab. Die Prognosen bei den Einnahmen haben sich fast monatlich überschlagen. Und ich befürchte, das wird uns auch in diesem Jahr blühen, wenn man die gesamte Krise anschaut mit der Entwicklung der Ölpreise. Wir wissen nicht, was das für einen Einfluss heißt auf das Wirtschaftswachstum. Von dem sind wir natürlich wesentlich abhängig. Wir haben uns 2 Jahre darauf eingestellt, sehr gut. Wir konnten unterm Strich dann immer auch positiv abschließen, haben auch die Prognose für dieses Jahr mit einem Nettoüberschuss. Wir nehmen keine neuen Schulden auf, das heißt, wir können alle Investitionen auch wirklich aus eigener Kraft finanzieren. Und wir haben einen relativ niedrigen Verschuldungsgrad, also wir haben noch etwas Puffer nach vorne. Also wir gehen hier kein finanzielles Risiko ein. Wie sehen Sie die Prognose jetzt für dieses Jahr? Sie haben gesagt, Sie haben eine Prognose, die positiv war. Jetzt haben die letzten Tage und Wochen haben uns gezeigt, dass wir uns wieder einmal mehr auf nichts verlassen können, dass das sich sehr schnell drehen kann. Gibt es schon neue Sorgen vielleicht auch ein bisschen, ob das dieses Jahr sich wirklich ausgehen wird mit der schwarzen Null oder eben auch mit dem Überschuss? Natürlich, die Sorge begleitet uns und wir müssen auch mit diesem Szenario rechnen. Das tun wir auch. Das heißt, äußerste Budgetdisziplin ist verordnet worden von mir, vor allem auf der Ausgabenseite hinzuschauen, noch einmal zweifach hinzufragen, ist das wirklich notwendig? Wer wir schon damit rechnen müssen, wir wissen es alle nicht, dass das Wirtschaftswachstum durch die Krise natürlich schon beeinflusst wird und die Prognosen, die hervorragend waren für dieses Jahr, nach unten revidiert werden müssen. Ja, das muss man sich einstellen. Wir werden das stemmen, aber ist keine einfache Situation. Zweites Projekt, das jetzt vor kurzem in den Live-Betrieb sozusagen gegangen ist, ist der neue Autobahnanschluss Dornbirn Süd, heißt er jetzt. Also eigentlich war es Dornbirn Mitte, aber jetzt Dornbirn Süd, so genannt. Ein wichtiges Projekt auch für Hohenems, das ja in den letzten Jahren ja nicht müde geworden ist, auch darauf hinzuweisen, welche Verkehrsbelastung der Autobahnanschluss, der Kreisverkehr, der ganze Bereich rund um das Cineplex-Areal hatte. Jetzt haben wir das knapp erst 2 Wochen im Betrieb oder 3 Wochen im Betrieb. Natürlich eine erste Prognose, schwierig jetzt schon zu sagen, was hat das wirklich bewirkt. Aber vielleicht gibt es schon so erste Erfahrungswerte aus diesen ersten Tagen. Ist da was spürbar? Merkt man da was davon? Also verlässliche Verkehrszahlen haben wir natürlich nicht. Ich kann jetzt nur aufgrund der Beobachtung und der ersten Einschätzungen sagen, ja, es wirkt. Also was man schon merkt, auf der Hauptachse von Dornbirn Richtung Autobahn, die ja früher sehr stark vom Schwerlastverkehr aus den Betriebsgebieten Dornbirn-Wallermarth, Hohenems Nord betroffen waren, ist wirklich spürbar und sichtbar, dass hier weniger Lastverkehr unterwegs ist. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Ortszentrum von Hohenems positiv aus, aber die Verkehrsmengen insgesamt sind sehr groß, die mittleren Rheinteile in allen Kommunen, wir kennen das, wir kennen die täglichen Meldungen in den Nachrichten. Es tut gut, wenn ein bisschen Entlastung kommt. Ja. Dann kommen wir auf ein anderes aktuelles Thema, das uns alle nicht nur in Hohenems oder in Vorarlberg, sondern eigentlich in ganz Europa beschäftigt, das Thema des Kriegs in der Ukraine. Sie haben sich als Bürgermeister sehr, sehr schnell auch öffentlich geäußert, Solidarität bekundet, auch aufgerufen, dass man Unterkünfte sucht für Flüchtlinge, die in Hohenems aufgenommen werden sollen. Wie ist denn der aktuelle Stand in Hohenems? Wie viele Hilfesuchende oder wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine sind aktuell in Hohenems und wie läuft es auch ab in der Kommune? Ja, zuerst kann ich sagen, das ist mir ein Herzensanliegen, für mich eine Selbstverständlichkeit, dass wir in der Situation diesen Menschen helfen müssen und es ist furchtbar. Man ist schon betroffen, wenn man die Bilder am Fernseher sieht, Ohnmacht, Wut, was auch immer da einen begleitet. Und wenn man dann wirklich mit den Menschen in den direkten Kontakt kommt, wenn die Busse ankommen und hier Frauen und kleine Kinder aussteigen, dann ist das emotional noch einmal eine Kategorie darüber und man kann sich ungefähr vorstellen, was diese Menschen durchmachen. Hier zu helfen ist vollkommen klar. Wir haben jetzt ein sogenanntes Erstankunftszentrum in der ehemaligen Sonderschule beim SPZ eingerichtet, eigentlich sehr optimale Struktur, weil wir dort auch kleinräumig scharf arbeiten können mit den ehemaligen Klassenzimmern. Wir haben Einzelzimmer, das heißt, wir können auch auf Sondersituationen rücknehmen mit Kindern oder mit der Covid-Situation oder was auch immer. Sind die Schulen in unmittelbarer Nähe, also sehr toll. Derzeit haben wir dort ca. 120 Kriegsflüchtlinge untergebracht, hauptsächlich Frauen und Kinder und ältere Menschen.
Und wir haben auf Privatinitiativen circa 20 jetzt, die in Privatunterkünften angekommen sind. Es zeigt sich, dass die große Welle nach Österreich und nach Vorarlberg noch nicht gekommen ist. Mhm. Wir haben jetzt gerade erlebt, wenn wir mit dem Busunternehmen gesprochen haben, dass doch die meisten noch in der Region um die Ukraine bleiben wollen, in der Hoffnung, dass der Krieg dort aufhört. Ja, die Hoffnung haben wir alle, aber ich glaube, die Aussichten sind nicht so rosig. Also es wird tatsächlich noch mehr kommen. Es wird auch für uns eine große Herausforderung werden, aber wir werden das meistern. Und ich war wirklich begeistert und positiv überrascht. Wir haben dieses Erstaufnahmezentrum wirklich innerhalb weniger Stunden aufgebaut mit einer unglaublichen Leistung vom Roten Kreuz, das Hervorragendes geleistet hat. Der Feuerwehr, die mitgeholfen haben, freiwilligen Mitarbeitern der Stadt. Und das zeigt schon, die Solidarität ist enorm und dieses Land ist auch in der Lage, wirklich schnell und rasch zu helfen. Großes Dankeschön an allen. Und das Rote Kreuz betreut jetzt dieses Zentrum in Kooperation mit der Stadt. Und da muss ich nochmal ein großes Dankeschön sagen. Also was die dort leisten, verdient größten Respekt und Anerkennung. Mhm. Sie haben es gesagt, viel Eigeninitiative, viel auch zivilgesellschaftliches Engagement, das da notwendig ist, wenn wir uns die nächsten Wochen ansehen. Und jetzt, Sie haben es auch erwähnt, die Prognosen sehen jetzt zumindest nicht so aus, dass hier kurzfristig sich was ändert, dass wir mit mehr Flüchtlingen noch rechnen müssen. Für eine Stadt wie Hohenems, wir haben die Erfahrungen auch aus 2015, 2016 gehabt. Ab wann wird es denn kritisch? Ich glaube, das kann man so gar nicht sagen. Was jetzt sicherlich für uns von Vorteil ist, dass es nicht die große Welle auf einmal gekommen ist, sondern wir uns jetzt auch sukzessive darauf einstellen können und viele Fragen wie zum Beispiel, wie gehen wir um mit dem Thema der Schulen, der Kindergärten, mit den Kindern, die dort ankommen, mit Förderkursen, mit Sprachkursen und so weiter und allen möglichen Programmen, die wir aufstellen. Also ja, es ist schwer abzuschätzen, wie wir wirklich kommen werden. Aber ich glaube aber, und davon bin ich fest davon überzeugt, dass in einer engen Zusammenarbeit mit dem Land Vorarlberg und allen Gemeinden, wenn jeder seinen Beitrag leistet, werden wir es meistern können. Wir sind gut aufgestellt, wir haben gute Infrastruktur, es geht uns gut und ich glaube, wir können gemeinsam diesen Beitrag leisten. Und ich muss einfach auch nochmal sagen, ein riesengroßes Dankeschön an die Bevölkerung. Also man stellt einen Aufruf irgendwo auf Facebook und man wird überhäuft von Anfragen. Im Moment ist es so, und da bitte ich auch um etwas Geduld, es ist genügend Material vorhanden, wir haben alle möglichen Bereiche von Lebensmittel über Bekleidung, Medikamente, wir sind gut versorgt, wir bekommen Räder und zur Verfügung gestellt. Aber es wird die Zeit kommen, wo wir vielleicht mehr brauchen werden und wir werden dann gezielt aufrufen. Alle wollen helfen, rasch helfen, aber schlussendlich wird entscheidend sein, ob wir auch den langen Atem haben, über einen längeren Zeitraum diese Hilfe aufrechtzuerhalten und da den Appell an alle, bitte durchhalten, etwas Geduld jetzt und dann wirklich auf Dauer helfen. Mhm. Vielleicht auch aus Sicht eines Bürgermeisters. Jetzt haben wir im Unterschied zu 2015, 2016, jetzt eben, Sie haben es gesagt, viele Frauen, viele Kinder auch, die müssen natürlich auch in die Schule gehen, in die Kindergärten gehen, brauchen eine Kinderbetreuung, die im Gegensatz zu den Flüchtlingen aus dem arabischen oder aus dem asiatischen Raum, haben Ukrainer ja auch die Möglichkeit, jetzt hier eine Arbeit zu finden, sich also auch zu betätigen. Welche Herausforderungen stellt denn das für eine Stadt wie Hohenems? Also das heißt, wenn man jetzt, wir wissen alle, Kinderbetreuungsplätze sind nicht, wie soll ich sagen, wie Sand am Meer vorhanden. Und hier braucht es natürlich auch gewisse andere Betreuungsmöglichkeiten. Diese Kinder sprechen kein Deutsch zum Beispiel. Da braucht es natürlich auch integrativ ganz andere Möglichkeiten. Wie macht man das als Stadt? Man kann sich dem nur sukzessiv jetzt annähern. Wir wissen, es kommt auf uns zu. Wir sind jetzt einmal dran zu schauen, wo gibt es Pädagoginnen und Pädagogen, sowohl in der Schule als auch im Kindergarten, in der Kinderbetreuung, die eventuell Ukrainisch sprechen können. Wir werden dann schauen müssen, was bedeutet das für die Zahlen in den einzelnen Gruppen, in den einzelnen Klassen. Kann man hier aufstocken oder müssen wir zusätzliche Klassen eröffnen, zusätzliche Räumlichkeiten zur Verfügung stellen? Wir sind gerade dran, das Ganze vorzubereiten und man wird sich dann sukzessive der Gesamtzahl, die dann kommen wird, annähern müssen. Anders geht es eh nicht, weil man es nicht abschätzen kann, was es ist. Aber wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt und sehr positiv, dass uns das gelingen wird. Jetzt hat es natürlich auch für ein bisschen Aufsehen gesorgt, dass der Dieter Ecker, jetzt nicht, dass ein Bürgermeister sich hier gleich auch bekennt, dass er sich auch mit so viel Engagement hier einbringt, aber ist ja schon auch eine besondere Situation, der Dieter Ecker ist FPÖ-Bürgermeister. Wenn man jetzt ihre Bundespartei ansieht und auch die Haltung der Bundespartei, was den Umgang mit der Ukraine-Krise auch anbelangt, gibt noch ein paar andere Punkte auch. Da ist das schon nicht ganz so die Parteilinie, würde ich es jetzt mal nennen. Sie sind ein langjähriger FPÖ-Politiker, waren Landesparteiobmann, Landesrat, das heißt also wirklich, Sie haben das alles mitgemacht, von Knittelfeld über BZÖ etc. Wie würden Sie denn den Zustand Ihrer Partei jetzt einschätzen und wie sehr ist denn die FPÖ aktuell auch noch Ihre Partei?
Ja, ich leiste mir wirklich den Luxus, als Bürgermeister überparteilich zu agieren und meine ganz persönliche Haltung und Meinung zu vertreten und nehme eigentlich keine Rücksicht auf irgendeine Partei, auch nicht auf meine Bundespartei. Dass der Dieter Ecker auch in der Vergangenheit immer mal eine abweichende Meinung auch zur Bundespartei hatte, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Da habe ich auch nie ein Geheimnis draus gemacht und das wird auch in Zukunft so sein. Und ja, also ich fühle mich sehr wohl in meiner Rolle. Ich versuche, die Probleme, die Sachen und vor allem die Menschen im Vordergrund zu sehen und so werde ich agieren und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Wie viel Einfluss nehmen Sie denn oder erlauben Sie sich auch noch, zum Beispiel in der Landespartei, eben auch in Richtung Bund hier tätig zu werden? Denn ich glaube, auch in der Landespartei ist nicht alles immer so hundertprozentig auf Linie der aktuellen Bundespartei. Ja, hin und da sage ich dann schon auch mal meine Meinung in den Gremien, wenn ich es für richtig halte. Aber wie gesagt, ich konzentriere mich hauptsächlich auf Hohenems, auf meine Stadt. Das ist mein Herzensanliegen und versuche dort eine möglichst gute Politik zu machen und das frei von Parteipolitik, weil ich glaube, gerade auf der Kommunalebene steht der Mensch, steht die Sache im Vordergrund und die Leute wollen da auch keine Parteipolitik haben. Letzte Frage zu diesem Themenblock noch. Jetzt werden Sie aber vermutlich damit konfrontiert. Man kennt Sie als FPÖ-Politiker, da werden Sie natürlich auch angesprochen. Man kann ja schon sagen, ich bin Bürgermeister und bin überparteilich, aber so ganz los sagen kann man sich ja nicht von dem, was da eben auch in Wien passiert, wenn man eben auch Mitglied dieser Partei ist. Ja, was sind denn da die Fragen, die da kommen, beziehungsweise wie muss man sich das auch politisch vorstellen? Denn wenn man jetzt als Bürgermeister auch ein bisschen in die Zukunft blickt, ist noch ein bisschen hin bis zur nächsten Wahl, aber da muss man sich auch überlegen, wo positioniere ich mich, welche Wertehaltung vertrete ich damit? Wie weit kann das Ganze auch gehen? Wissen wir nicht. Also ich muss Ihnen sagen, aus der Praxis, ich werde eigentlich in Hohenems nie auf dieses Thema angesprochen, weil eigentlich jeder weiß, dass ich meine eigene Meinung vertrete und die kennt auch jeder. Also insofern ist es kein Thema. Das ist eher dann mal Thema von Journalisten, die mich fragen. Da äuße ich mich in der Regel eigentlich gar nicht mehr dazu, weil es mir eigentlich auch nicht wirklich wichtig ist. Wie gesagt, ich probiere in meiner Funktion meinen Beitrag zu leisten. Der ist klar, wie dort die Haltung ist, auch meine Wertehaltung ist und die wird sich auch nicht verändern. Abschließend die letzte Frage, bleiben wir noch ein bisschen politisch, ist das Thema Corona, das natürlich uns auch alle nach wie vor beschäftigt. Jetzt hätte es gestern eine neue Verordnung geben sollen, die ist gestern nicht gekommen, hätte jetzt heute kommen sollen. Bis dato ist sie ebenfalls noch nicht veröffentlicht, auch wenn man jetzt schon mehr oder weniger durchgesickert wurde, um was es gehen soll. Kurze Frage, kurze Antwort. Wie bewerten Sie denn den Umgang der Regierung jetzt mit dieser Corona-Pandemie und wie sehr ärgert das vielleicht auch manchmal, wenn man dann als Praktiker, als Bürgermeister vor Ort das Ganze dann eben ausbaden, umsetzen muss und eben auch im direkten Kontakt mit den Bürgern vertreten muss? Ja, man muss fair sein. Ich meine, die ganze Situation ist natürlich nicht einfach, egal wer da an der Regierung ist. Das muss man auch sagen, es ist schwierig. Aber das muss man schon auch deutlich sagen, das Krisenmanagement der Bundesregierung in dieser Frage die letzten zwei Jahre war alles andere als professionell und gut. Und das Riesenproblem ist, dass die Leute auch keine Linie erkennen können, keine rote Linie, an der man sich orientieren kann. Man weiß nicht, was kommt übermorgen, was ist die Grundsatzhaltung. Und das macht es sehr schwierig, oder? Wenn man eine Linie hat, dann kann man sich auf das einstellen. Das haben wir, glaube ich, bewiesen letzte zwei Jahre. Aber wenn sich das halt alle zwei Monate oder jeder Monat, muss man fast sagen, ändert, dann wird es ganz, ganz schwierig für alle Beteiligten. Und das ist gerade in der Krise schwierig, wenn die Menschen sich nicht mehr orientieren können. Mhm. Und die fehlt, diese Orientierung fehlt wirklich. Dieter Ecker, vielen Dank für den Besuch im Studio. Alles sehr gerne. Gute und schönen Abend. Genau, alles Gute. Und wie angekündigt, machen wir jetzt weiter und gehen nach Lustenau. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Markus Sonderegger, seines Zeichens Geschäftsführer von Sense24 oder 24. Bin mir gar nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, aber spannendes und ein junges Unternehmen, über das wir uns jetzt ein bisschen unterhalten wollen. Und Sie haben es schon mitgebracht, auf dem Tisch steht es. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Danke für die Einladung. Ja, 2020 gegründet von Günter Grabherr und Rajat Kare, wenn ich es richtig ausspreche. Ja. Klingt jetzt, wenn man den Günter Grabherr kennt, da weiß man, ist immer ein sehr innovatives Produkt, das da dahinter steckt oder sehr innovative Produkte. Und da kommt jetzt zusammen Textil, KI, Hightech und hier haben wir das Produkt, 24Sense, ein Gurt. Der Smart Core Control heißt das Produkt und das soll, ja, revolutionieren möchte ich jetzt nicht sagen, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber zumindest soll das ein neuer, weiterer Schritt sein, um im Thema Herzerkrankungen mehr Aufmerksamkeit zu bieten und hier auch die Diagnosemöglichkeiten zu verbessern. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was ist das Produkt, was kann es und warum braucht es das? Ja, ich würde den Begriff revolutionieren schon als richtig ansehen. Das Produkt
soll ein weit verbreitetes Herzrhythmuserkrankung besser detektieren können. Mhm. Man nennt es Vorhofflimmern. Vorhofflimmern ist von der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, auch vor etlichen Jahren bezeichnet worden als globales Gesundheitsproblem. Mhm. Also es geht darum, dass beim Vorhofflimmern die üblichen Abstände zwischen zwei Herzschlägen unterschiedlich ist, die variiert. Mhm. Und gerade im Anfangsstadium dieser Erkrankung nehmen das die Betroffenen auch gar nicht wahr. Sie spüren es nicht. Wenn sie es spüren, können sie es vielleicht gar nicht gescheit einordnen. Und die Weltgesundheitsorganisation hat zu den MedTech-Unternehmen gesagt, kümmert euch darum. Generiert ein neues Auftrag. Produkt, ein klarer Auftrag. Nämlich die Fallzahlen in den nächsten 30 Jahren sollen sich hier dramatisch erhöhen. Man spricht von Faktor 2. Mhm. Aktuell sind circa 3-4% der Weltbevölkerung davon betroffen. Mhm. Und das Gemeine an dieser Erkrankung ist, sie wissen es nicht. In den meisten Fällen wissen sie es nicht. Unser Produkt, auf die Frage zu kommen, ist revolutionär. Es beinhaltet eine Kombination aus textiler Sensorik, aus einer Software, die diese Fülle an Daten analysiert und dem behandelnden Arzt auch eine ganz andere Möglichkeit gibt, eine Diagnose zuverlässig und rasch zu stellen. Bevor wir jetzt auf die Wirkungsweise noch genauer eingehen, noch eine kurze Nachfrage zu eben diesem Vorhofflimmern, zu diesen Herzrhythmusstörungen beziehungsweise eben diesen das ist, also Erkrankung per se gilt, aber eben auch, glaube ich, ein Anzeichen sein kann oder ein Frühwarnzeichen sein kann für Herzinfarkt, Schlaganfall zum Beispiel. Da geht's absolut auch um das, korrekt. Oder? Also das Vorhofflimmern bedeutet auch bei Nichtbehandlung ein signifikant höheres Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Ja. Mhm. Und dann natürlich eine sehr umfangreiche medizinische Versorgung zu benötigen. Dem wollen wir vorgreifen. Mhm. Jetzt kennt der Laie von der Vorsorgeuntersuchung das EKG, vielleicht auch schon mal Langzeit-EKG gemacht. Was ist denn jetzt der Unterschied? Warum braucht es jetzt hier einen Gurt wie Ihren? Vorhofflimmern, um bei diesem Erkrankungsbild zu bleiben, tritt in bestimmten Phasen auf. Das kann heute der Fall sein, das kann in 5 Minuten der Fall sein, aber dann kann auch mal 2 Tage, 3 Tage, eine Woche vergehen, wo das nicht auftritt. Und um hier einen möglichst langen Zeitraum an Aufzeichnung abzudecken, brauche ich etwas, was mir das auch ermöglicht. Das übliche Langzeit-EKG ist verbunden mit einem, sage ich mal, einem Kästchen, einer Verkabelung und von Klebeelektroden. Jetzt kann man sich vorstellen, es ist nicht richtig angenehm zu tragen. Es schränkt einen ein. Ich kann nicht am Abend schnell das Langzeit-EKG ablegen und mich duschen gehen. Mhm. Und hier war unser Anspruch an diese Generation des 24-Sense-Produktes, dass wir etwas schaffen, das erst einmal eine hohe Qualität an Herzdaten generiert und es auch für den Träger, für den Benutzer ermöglicht, das Langzeit zu tragen. Mhm. Und Langzeit heißt in unserem Fall, dass die Sensorik im Brustgurt integriert ist, dass die Verkabelung oder Verdrahtung im Brustgurt, im Textil integriert ist, keine externe Verkabelung, auch keine Klebeelektroden. Und davon unterscheiden wir uns sehr wesentlich von Langzeit-EKGs. Das heißt, zum Tragen, wie ein Sportler werden es kennen, wie ein Brustgurt für Pulsuhr oder sowas. Ja. Wie lang trägt man das dann? Unterschiedlich, je nach Anwendungsbeispiel? Absolut korrekt. Wir können mit diesem Produkt Größenordnung 35 Stunden durchgehend aufzeichnen. Mhm. Dann braucht es einen Ladezyklus von circa 5 Stunden. Das Datenvolumen, was auf dieser kleinen Elektronik aufgezeichnet werden kann, entspricht einer Aufzeichnung von einem Monat. Mhm. Also es ist ein Device, was es wirklich ermöglicht, eine Langzeitaufzeichnung zu machen. Und das ist auch notwendig, wie ich schon eingangs gesagt habe, um spezielle Herzrhythmuserkrankungen auch zuverlässig zu diagnostizieren. Mhm. Und die Daten, die es aufzeichnet, müssen danach ausgewertet werden. Sie haben gesagt, es gibt auch eine Software dafür. Was für Daten bekommt der Mediziner dann genau und wie kann er sich die dann auch ansehen? Und Sie haben vorher erwähnt, das ist auch eben mehr detailliertere Daten. Was macht da eben auch da den Unterschied aus? Ja, Sie können sich vorstellen, wenn wir Langzeitaufzeichnungen machen, generieren wir auch viele, viele Daten. Wir wollen von diesen Daten, die wir aufzeichnen, nicht irgendwas rausschneiden. Wir wollen die Fülle an Daten auch dem entsprechenden Arzt Fachpersonal zur Verfügung stellen. Aber was wir machen können, ist in diesem Prozess eine entsprechende Software zu integrieren, die dem Arzt jene Bereiche anzeigt, die von Vorhofflimmern betroffen sein könnten. Mhm. Somit kann er
auf jene Bereiche, die die Software ihm vorschlägt, speziell sein Augenmerk legen, aber natürlich links und rechts daneben auch noch schauen. Er kann sich auch die Fülle an Daten ansehen. Das, was er sieht, ist das ganz normale, wie uns allen bekannten, die EKG-Linie. Jetzt ist digital das eine, KI, Artificial Intelligence, das andere. Wie viel künstliche Intelligenz steckt in diesem Produkt? Und ist ja ein Thema, das in der Medizin auch schon länger diskutiert wird. Wie sehr kann das auch bei Diagnosen helfen? Aber inwieweit geht hier die künstliche Intelligenz? Wo greift sie hier ein, beziehungsweise wo unterstützt sie hier? Ja, das ist bei unserem Device der absolut kritische Part, neben dem, dass wir solide Daten generieren müssen, also sprich das Textil. Und das ist auch das Spannende an diesem Projekt. KI ist schon in der Medizintechnik angekommen, ist aber gerade im Zuge von Produktzulassungen immer noch eine Herausforderung. Wo steckt bei uns die KI drinnen? Diese Daten werden nachher, nach dem Aufzeichnen vom Patienten, in eine Web-Applikation hochgeladen. Und in dieser Web-Applikation im Hintergrund läuft dieser Algorithmus. Dieser Algorithmus basiert auf einer bestimmten Datenmenge, bei unserem Fall 1900 Patientendaten. Mit diesen 1900 Patientendaten wurde dieser Algorithmus entsprechend künstlich weiterentwickelt. Und dieser Algorithmus ist das Herzstück dieses Produktes. Dieser Algorithmus wird auch die größte Herausforderung sein, durch eine Zulassung zu bringen. Das ist die große Herausforderung dabei. Wie sieht es mit Datenschutz in diesem Hinblick aus? Datenschutz ist eine ganz wichtige Sache, ist ein zentraler Punkt in der Produktentwicklung. Und dem müssen wir gerecht werden, werden wir auch gerecht werden. Die Daten, die jetzt in der Cloud sind, sind aber anonymisiert. Wir können hier nicht auf einzelne Ihre Person oder meine Person zugreifen. Jetzt, Sie haben es gesagt, Zulassung ist ein heikles Stichwort, gerade bei Medizinprodukten. Das braucht gewisse Vorlaufzeiten. Noch ist das Produkt nicht auf dem Markt, aber es gab schon erste wissenschaftliche Untersuchungen. Das heißt, was für Feedback haben Sie aus dem medizinischen Bereich bekommen und wie weit ist man denn schon in diesem Zulassungsprozess? Wir haben im Zuge eines FFG-Innovationschecks die Möglichkeit bekommen, mit der Medizinischen Universität Wien zu kooperieren und hatten dort die Möglichkeit, die Hardware-Komponenten wie auch die Software-Komponenten sehr intensiv zu testen. Das war für uns ein Riesenglück, diese Zusammenarbeit zustande zu bekommen und ist ein erster Schritt Richtung Zulassung hin. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die elektrische Sicherheitsprüfung von dem Produkt. Das ist jetzt gerade im Laufen. Und die Zulassung beginnt dann im Mai. Wir beabsichtigen im Mai an eine europäische benannte Stelle zu gehen und mit der Produktzulassung zu beginnen. Das heißt, bis wann rechnen Sie denn, dass man das in Arztpraxen, nehme ich an, dann aufliegen hat, dass man das an die Patienten auch ausgeben kann? Im 2023, Ziel erste Jahreshälfte, wollen wir in die Serienproduktion gehen und auch den Markteintritt in der DACH-Region vorbereiten. Jetzt, so wie ich den Günter Graber kenne und so wie ich Sie auch kennengelernt habe, ist das ja nur der Anfang. Das heißt, man wird sich nicht darauf ausruhen, dass selbst wenn dieses Produkt dann jetzt auf den Markt kommt nächstes Jahr, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Und es liegt natürlich nahe, wenn man jetzt sagt, jetzt können wir die Herzdaten messen. Mittlerweile kann eine Smartwatch vom Sauerstoffgehalt über das Stresslevel bis hin zu Blutdruck alles messen. Gibt es da schon Überlegungen? Gibt es da schon was anderes in der, jetzt was gesagt, Giftküche, in den Laboren, wo man da überlegt, ja, das ist jetzt natürlich ein Einstieg, aber da gibt es natürlich ganz, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Ja, Sie haben recht. Also es ist das Einstiegsprodukt der 24 Sense. Wir wollen beweisen, dass wir imstande sind, ein Produkt dieser Komplexität zu entwickeln und auch durch eine Zulassung zu bringen. Wir sind jetzt bereits daran, die Blutgeneration 2 uns zu überlegen. Das Feld der Rhythmusstörung ist riesengroß und es gibt noch ein paar andere Felder, wo ich dann vielleicht in einem Jahr hier erzählen darf, dem wir uns annehmen. Aber ganz klar, wir müssen an der Innovation dranbleiben und das werden wir auch. Abschließende, allerletzte Frage noch. Vorarlberg, eigentlich jetzt in der Vergangenheit nicht so das Mutterland der technischen Innovationen gewesen, gerade was Hightech und KI angeht. Da denkt man jetzt eher vielleicht an die USA oder an China oder an Indien zum Beispiel eben auch. Wie sehen Sie denn aktuell auch die vielleicht Mitbewerber, andere Firmen, die es hier gibt und welches Potenzial sich hier ausbietet, dass es Startups gibt, die Möglichkeit haben, jetzt hier im Ländle praktisch in diesem Bereich wirklich zu starten? Nehmen wir an, es wird doch ein Problem sein, was die Fachkräfte dann angeht, die man dazu braucht, um sowas dann auch weiterzuentwickeln. Die DACH-Region ist das Herzstück der Medizintechnik in Europa.
Wir sind also hier mitten in diesem Herzstück drinnen. Und eine wesentliche Komponente, die textile Komponente, ist fest verankert mit Vorarlberg, mit dem textilen Know-how. Und darum sind wir auch guter Dinge, dass wir das auch in zukünftigen Generationen hier in Vorarlberg entwickeln können. Und ja, es kommt natürlich Software dazu, es kommt Elektronik dazu. Das sind Herausforderungen, denen nehmen wir uns an und wir werden sie lösen. Alles klar. Herr Sonderegger, vielen Dank für diesen Einblick. Weiterhin viel Erfolg und ja, vor allem gesund bleiben und einen schönen Abend noch. Dankeschön. Danke für die Einladung. Und wir machen zum Abschluss noch einen Sprung in die Kultur. Und da vielleicht der eine oder andere was gesehen haben, am vergangenen Samstag bei der Voice Kids im Fernsehen zu sehen, die erst 12-jährige Solveig aus Hart hat dafür Begeisterung bei den Juroren gesorgt. Ihre Interpretation von California Dreaming beschert ihr einen vollen Erfolg. Alle Coaches wollten Solveig im Anschluss in ihrem Team haben. Und die haben natürlich die Gelegenheit genutzt und nachgefragt, wie sie den Auftritt erlebt hat, wie es für sie weitergeht und warum sie sich so auf die Zusammenarbeit mit ihrem Coach freut. Und was sie dazu zu sagen hat, hat sie heute meiner Kollegin Miriam Meyer erzählt. Hallo, ich bin Solveig, ich bin 12 Jahre alt und komme aus Island, aber wohne in Vorarlberg. Du bist als junges Talent mit dabei bei The Voice Kids. Du hast da die Coaches begeistert. Wie war denn die Idee, ich melde mich da jetzt an und wie ist jetzt dabei zu sein? Also ich schaue schon The Voice Kids schon sehr lange, seit ich sehr klein bin. Und ich kann mich noch erinnern, ich war so 6 oder 7 und da habe ich irgendwie gesagt, ja, irgendwann werde ich dabei sein, irgendwann werde ich da mitmachen. Und ich habe meine Eltern jetzt schon ein paar Jahre gefragt, halt so, ja, kann ich mich bewerben? Meine Eltern haben meistens so, nein, Solveig, wart noch ein bisschen, du bist noch zu jung und so. Und dann letztes Jahr habe ich sie wieder gefragt und sie so, okay, ja, dieses Jahr darfst du es machen. Und ja, also, und jetzt habe ich mich letztes Jahr beworben und also es geht jetzt sehr gut und ich freue mich einfach voll, dass ich dabei bin und ich freue mich auch voll, dass es so gut geht auch. Und ja. Du kannst es fast noch nicht fassen, merkt man dir an. Mit California Dreaming hast du sozusagen die Coaches zum Träumen gebracht. Es haben sich alle umgedreht und wie ist dir denn da die Wahl gefallen? Wie hast du da überlegt, zu wem gehe ich? Also ich kann mich auch erinnern, als ich auf die Bühne halt draufgelaufen bin, dann wollte ich als erstes ins Team Lena, aber ich weiß nicht, also als ich die Wahl treffen musste, hatte ich irgend so ein Bauchgefühl oder so, ja, geh zum Alvaro, also und ja. Du bist ja auch ein großer Fan von Lena, was ich erfahren habe. Wie war es denn vor so bekannten Sängern, die man, wenn du schon gesagt hast, du schaust das so ewig schon aus dem Fernsehen kennt, zu singen? Also es war unglaublich und es ist eigentlich voll witzig, weil ich kann mich sehr wenig daran erinnern, als ich auf der Bühne stand. Weil es war irgendwie, als ob ich in so einem Blackout war oder so, als ich auf der Bühne war. Und halt, ich kann mich so grob an alles noch erinnern. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich halt so, ich war voll froh und ich war so ein bisschen überfordert. Und einfach auch einfach so in einem Schock. Und natürlich auch voll glücklich. Und ja, also ich kann mich so wenig an halt dran erinnern, als ich auf der Bühne stand. Ist eigentlich voll witzig. Was sind denn so die Lieder, die du gerne singst? Sind das nur englische oder kannst du es auch vorstellen, mal was auf Deutsch zu singen oder vielleicht beim nächsten Mal was ganz anderes? Also deutsche Lieder singe ich eigentlich gar nicht, aber zu Hause singe ich sehr oft isländische Lieder und englische Lieder und ja. Dein Papa steht ja sonst auch im Mittelpunkt als Trainer. Wie war es denn für ihn, mal bei dir mitzufiebern, mal zuzusehen, wenn du in Action bist? Also, ich glaube, ich bin mir eigentlich sicher, es hat ihn sehr gefreut. Und es hat auch mich sehr gefreut, auch mal so das
er mir zugeschaut hat und ich ihm. Also es war auch sehr anders, und aber ich glaube, es war für uns beide sehr toll. Jetzt wirst du dich wahrscheinlich gar nicht mehr retten können vor lauter Leuten, die dir gratulieren oder wissen wollen, wie es war, mit dabei zu sein. Wie haben denn deine Freunde so reagiert drauf? Also meine Freunde waren alle sehr, sie waren natürlich alle so selber so ein bisschen so, oh mein Gott, was? Aber sie haben es alle sehr gut genommen und sind alle sehr, sehr glücklich für mich und sind einfach voll nett in den Ganzen und helfen mir auch. Wie geht's denn jetzt für dich weiter? Die Proben, die sind wahrscheinlich jetzt schon alles, was dir im Kopf ist. Wie weit willst du denn kommen? Also mein Ziel natürlich ist, ins Finale zu kommen. Und mein Ziel ist, ins Finale zu kommen. Wie sind denn jetzt die Proben? Wie läuft es jetzt ab? Wann musst du wieder auf die Bühne? Also die nächsten Battles sind am 15. und am 22. April. Und ich bin einen von den zwei Folgen. Freust du dich schon? Bist wahrscheinlich auch ziemlich aufgeregt. Ja, ich bin sehr aufgeregt und freue mich einfach voll. Ja. In diesem Falle im Namen von, glaube ich, ganz Vorarlberg, viel Erfolg. Wir würden uns alle freuen, wenn du weiterkommst. Danke. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Sympathisches Mädel, wünschen natürlich alles Gute, drücken alle die Daumen, dass sie möglichst lange und möglichst weit bei The Voice Kids kommt. Termin haben wir gehört. Damit sind wir eigentlich schon am Ende der Sendung. Vielleicht ganz zum Schluss noch kurze Information. Zum Beginn haben wir noch darüber gesprochen, dass die Verordnung, die für gestern angekündigt war, was die neuen Corona-Maßnahmen anbelangt, noch nicht eingetroffen ist. Jetzt während der Sendung ist sie gekommen. Alle Details dazu finden Sie auf voll.at. Vielleicht einen Punkt, den ich herausnehmen möchte, eine Diskussion, die es im Vorfeld gab über die Möglichkeit, die Wahlmöglichkeit zwischen FFP2 oder 3G in Geschäften, in der Gastronomie und so weiter. Das scheint jetzt tatsächlich vom Tisch zu sein und soll nur bei Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze ab 100 Personen umgesetzt werden. Wie gesagt, alle Details für die Verordnungen, die ab morgen dann in Kraft treten, finden Sie auf voll.at. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, sind wir natürlich morgen wieder 17 Uhr für Sie da, live auf voll.at, vn.at und Ländle TV. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.